die Themen. Highlights vom Dienstag. Superstimmung beim rot-weiß-blauen Ballabend. RWE im Fernsehen. Der Geschäftsführer zum Rot-Weiß-Magazin. Die Bayern waren im Steigerwaldstadion. 18.000 Erfurter konnten am Dienstagabend miterleben, wie sich ihr FC Rot-Weiß insbesondere in der ersten Halbzeit gegen den deutschen Meister teuer verkaufte. Piet Schönbergs Knallbonbon zum 1:0 ließ kurzzeitig sogar die Hoffnung auf eine Sensation aufkommen. Auch nach dem Ausgleich durch Elber war Trainer Jürgen Raab zur Halbzeit noch guter Dinge. Jürgen läuft erstaunlich gut, ja? Ja, ich denke, die Mannschaft hat vor allen Dingen nach vorn gezeigt, dass sie guten Fußball spielen kann und sie hat sich gut verkauft bis jetzt und wir wollen sehen, wie weit die Kraft reicht in der zweiten Halbzeit und wie wir gegenhalten können noch. Ein bisschen besser müssen wir auch die Defensive noch machen, aber das ist natürlich schwer gegen so eine klasse Mannschaft. Alles klar, viel Glück. Danke. Aber die Bayern ließen in der zweiten Halbzeit leider Gottes nichts mehr anbrennen, sodass den Erfurter Anhängern nur noch eine richtige Jubelszene blieb. Nach seiner Auswechslung wurde der Neubayer Ronny Hebestreit von den Fans auf beeindruckende, herzliche Art in Erfurt verabschiedet. Ronny, ein bisschen Wehmut hier beim tollen Abgang? Ja, ein bisschen ist gut, also es tut mir schon irgendwie ein bisschen leid, dass ich jetzt hier Erfurt verlasse, aber ich sag mal so, ich habe ein schönes Ziel vor Augen und das ist der FC Bayern München. Bleibst du noch heute Abend oder fährst du gleich mit rüber? Nein, ich werde gleich mit der Mannschaft wieder zurück nach München fliegen. Gut, dann wünschen wir dir alles Gute in München, ne? Dankeschön. Am Torwart Steffen Kraus brachte die Gäste allerdings noch einige Male zum Verzweifeln. Beim 1:2 durch Fritzi Telli und beim 1:3 von Sickler hatte er jedoch keine Chance zum Eingreifen. Danach wurde auch er mit großem Beifall verabschiedet. Ja, wir haben Steffen Kraus, Torhüter und in der ersten Halbzeit maßgeblich beteiligt, dass es nur 1:1 gestanden hat zur Halbzeit. War ein gutes Spiel, ja? Ja gut, es war schon ein Höhepunkt natürlich, wenn man gegen Bayern München spielen kann und da bin ich natürlich doppelt so froh, dass es gut geklappt hat bei mir. Waren ein paar saubere Reflexe dabei, ja? Ja gut, es war teilweise auch davor gepackt, spekuliert und wir ärgerlicherweise kassieren wir dann in der zweiten Halbzeit zwei Tore, weil wir auf Abseits gehen und das war unser altes Leiden, also müssen wir schnellstmöglich wieder abstellen. Das 1:4 von Scholl, 5 Minuten vor Schluss, war dann nur noch Formsache. Nach dem Spiel zeigte sich Christian Nehrlinger vom FC Bayern beeindruckt vom Spiel der Gastgeber. Christian Nehrlinger, haben Sie ja lange Zeit zu kämpfen gehabt mit FC Rot-Weiß, ne? Aber dann ging es gut. Ja, wir haben sehr gut gespielt, sind taktisch sehr gut gestanden, haben die Räume eng gemacht. Und da ist es uns am Anfang schwer gefallen, zum Schluss hin dann haben wir die Chancen sehr gut ausgewertet. Ihren neuen Kollegen Ronny Hebestreit nehmen Sie gleich mit, ja? Ja, den nehmen wir gleich mit nach München und schauen mal, was er so drauf hat. Voller Fußballabend, der das Kommen lohnte. Vielleicht ein Argument, dem FC Rot-Weiß auch am Sonntag gegen Spandau zur Seite zu stehen. Ja, wir sind hier im Steigerwaldstadion und hier laufen noch die Aufräumungsarbeiten vom Bayern-Spiel. Und ich stehe hier mit Geschäftsführer Cornel Schmalkugel. Er wird uns jetzt mal kurz erzählen, was für Inhalte das Rot-Weiß-Magazin den Zuschauern bieten wird. Wir wollen also in Zukunft ein Rot-Weiß-Magazin produzieren, gemeinsam. Und die Inhalte werden sicherlich sein, Nachbetrachtung der Heimspiele und Auswärtsspiele bzw. Vorschauen. Wir werden sicherlich regelmäßig Jürgen Raab, unseren Trainer, hören. Wir wollen probieren, Ihren Zuschauern unsere Spieler mal persönlich ein bisschen näher zu bringen. Dann einen prominenten Tipp werden wir auch einführen. Gucken dann mal, wer am Ende der Serie am besten getippt hat. Ja, und sagen wir mal, und die Randerscheinungen, die um einen Fußballclub so passieren. Ja, nun haben wir uns natürlich vorgestellt, dass wir den Hauptsponsor, den Herrn Neumann, der ja designierter Präsident des FC Rot-Weiß ist, auch einmal vor die Kamera bekommen, vielleicht schon in der nächsten Ausgabe. Ja? Gut, das wäre sicherlich eine schöne Sache. Herr Neumann ist mit dem Herrn Wagner zusammen im Moment für uns die wichtigste Persönlichkeit. Der Herr Wagner als Verwalter unseres Vereins und da gab es ja jetzt Gespräche auch. Das wäre sicherlich auch ein Thema, mal mit Herrn Wagner zu sprechen und dann natürlich mit Herrn Neumann, wie er die Zukunft sieht, wenn der Verein aus dem Konkurs gerettet ist. Natürlich werden wir uns ganz besonders um die Fans kümmern. Ne? Ja gut, wir haben ja auch das Fanprojekt gegründet in unserer Ära seit dem Sommer.
Da zeichnete Olli Wadorf für verantwortlich. Das ist sicherlich auch eine Geschichte wert. Mal gucken, was die so treiben. Denn das ist auch Wunsch von uns, dass also das Fanprojekt autark und eigenständig läuft. Sie bekommen trotzdem jede Hilfe vom FC Rot-Weiß. Ja, das Bayern-Spiel liegt gerade hinter uns. Vor Ihnen liegt jetzt der Alltag. Spandau kommt am Sonntag. Wir werden natürlich da auch versuchen, darüber zu berichten. Wie sieht denn Ihre Vorbereitung dafür aus? Ja, erstmal wollte ich an dieser Stelle nochmal allen danken, die zum großartigen Gelingen des Freundschaftsspiels gegen den FC Bayern München beigetragen haben. Ich muss sagen, das Spiel war ja hervorragend. Die Organisation hat, glaube ich, auch ganz gut geklappt. Wir haben zumindest sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Tatsache ist, dass der Alltag leider die Regionalliga-Saison ist im Moment und da erwarten wir am Sonntag im Steigerwaldstadion zum Nachholspiel den Spandauer SV. Aber wer unseren Trainer kennt, weiß, dass er die Jungs schon dementsprechend heiß macht und dass unsere Mannschaft da schon mit vollem Engagement zur Sache gehen wird. Denn die 3 Punkte brauchen wir auch wieder dringend. Wie sieht es denn mit Jan Wehrmann aus? Ist er schon soweit? Na, ich glaube nicht. Der Jan ist gerade im Moment, wo wir das Interview führen, in der Massage. Wir wollen ihn ganz behutsam ranführen. Ich glaube nicht, dass er am Sonntag spielt. Na gut, aber die Mannschaft hat ja gegen Bayern gezeigt, dass sie durchaus in der Lage ist, Fußball zu spielen. Da muss man sagen, dass da der Jan ausfällt, aber wir unseren Neuzugang präsentieren werden, Dennis Kosloff, der aus Velten gekommen ist, jetzt spielberechtigt ist ab heute für den FC Rot-Weiß. Das heißt, wir haben da die dringend benötigte Verstärkung im Sturm bekommen, weil ja der Ronny uns bekanntermaßen verlassen hat. Und da wird man mal sehen, wie er einschlägt. Aber ich bin guter Hoffnung, dass wir das Spiel gewinnen werden.